Sag mal, Garfield, altes Haus, ist die Lasagne im Kühlschrank oder was? Ach, Alf, du und dein Rätsel. Schrödingers Lasagne, echt jetzt? Könnte sein, könnte auch nicht sein. Genau. Sie ist gleichzeitig da und nicht da, bis wir nachsehen. Solange ich nicht gucke, ist sie da und das ist gut so. Ich und mein Bauchgefühl haben ein Abkommen. Verstehe ich, verdammt, wo bin ich jetzt? Also, wer macht auf? Ich hab schon genug Bewegung für heute. Hör mal, ich glaube, Schrödingers Katze hat unsere Lasagne gefressen. Was, die Katze jetzt auch? Jetzt wird's ja immer verrückter. Ach, lass uns einfach nachsehen. Mein Hunger ist stärker als jede Quantenphysik. Okay, ich schlage vor, wir zählen bis drei. Und dann bumm, die große Enthüllung. Eins, zwei, warte. Wenn sie weg ist, bestellst du uns Pizza, Alf. Abgemacht. Drei. Oh nein, Garfield, kannst du das glauben? Ist wie ein Magischen-Trick, ja. Jetzt, wo du sagst, die Lasagne ist verschwunden und wir haben keinen Kaninchenhut. Auch kein Kaninchen, nur ein sehr verwirrter Magen, denke ich. Wusste, wir hätten einfach nachsehen sollen. und ich bin immer noch hungrig. Also, Garfield, bleibst du standhaft oder rückst du die Pizza raus? Nun, vielleicht gibt's ja noch was in Odis Napf. Ah, deshalb weiß John nie, ob die Lasagne noch da ist. Er sollte Physik studieren, um das zu verstehen. Oder einfach öfter den Kühlschrank öffnen. Lasagne verschwindet nicht von allein. Stimmt, das wäre einfacher. Aber wer denkt schon praktisch, wenn es um Lasagne geht? Du.